Also irgendwie muss ich da auf die andere Seite kommen. Aber auch da weiß ich nicht, wie ich an den komischen Stimmungsring komme von dem Maulwurfmann. Wir können ja noch mal ins Museum gucken. Mit dem netten Typen. Ich bräuchte echt mal einen Ansatz. Ich habe seit dieser Nacht in Tokio, es war 67, nicht mehr so viel Wolle gesehen. Ach ja, damals 67. Das waren noch Zeiten. Ich will die Hand irgendwo benutzen. Was? Hä? Nun, das war überflüssig. Ja, wie die Steuererklärungen, die wir ab und zu im Briefkasten finden. Wieso? Ich. Oh, Moment, wir machen das nochmal. Da war, glaube ich, der Ring drin, ne? Also erstmal die Hand, die sieht echt richtig süß aus. Da ist ein Schädel noch drin. Nun, das war überflüssig. Ja, wie die Steuererklärungen, die wir ab und zu im Briefkasten finden. Ja, weißt du, Steuererklärung hin oder her? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Oh. Das hat sogar funktioniert. Eine gute Idee. Aber sie funktioniert nicht. Oh, okay. Eine gute Idee, aber sie funktioniert nicht. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Ich nehme besser erst einmal den Becher ab. Okay. Es ist eine kaputte Golfballzange mit einem Magneten dran. Und eine Hand. Die den Magneten hält. Natürlich. Ja. Das sieht so wunderschön aus. Juhu. Nun, das war hervorragend. Sehr nicht gut. Zu vergessen, physikalisch völlig unglaubwürdig. Sehr gut. Okay, wir haben den Ring. Das ging schneller als erwartet. Ich sollte glücklich sein. Okay. Das kann ich nicht aufheben. Ja, wir gehen mal. Oh. Ich verdrück mich natürlich wieder. Grandios. Okay, liebe Freunde der späten Stunde. Oder wann auch immer ihr das gerade guckt. Wir machen uns jetzt wieder auf zum Maulwurfmann. Das ging echt schneller als erwartet. Und geben ihn mal den Ring. Warum hängt der überhaupt im Mystery Vortex ab? Fragen über Fragen. So, wir gehen nochmal in den Spiegel rein, weil wir müssen durch die roten Türen. Ja, hallo Ente. So. X-Factor, das Unfassbare. Oder so ähnlich. Müssen jetzt wahrscheinlich den hier ausmachen. Aber, also durch die roten Türen kommen wir ja schon mal, aber was die anderen Farben sollen, weiß ich auch nicht wirklich. Keine Ahnung. Das ist ein völlig un... So. Okay, dann nochmal durch die rote Tür hier. Und dann geben wir dem guten Mann mal seinen Ring, ne? So. Ja. Die Kehrseite des Wassers. Guten Tag. Ihr seid zurück. Und größer als eine Cola-Dose. Sogar drei Cola-Dosen. Was wollt ihr denn jetzt? Wir haben den Ring. Ist das dein Ring? Cool, Mann. Habt ihr den Froschfelsen schon gefunden? Nein. Aber selbst wenn, wüsste ich nicht, wie uns das Bruno näher bringt. Den Froschfelsen zu finden ist erst der Anfang, Mann. Wenn ihr beim Froschfelsen seid, braucht ihr drei Haarbüschel. Haarbüschel? Ja, Mann. Jedi Haarbüschel. Ihr wisst schon, Fell und so ein Kram. Drei davon. Verschmiert sie über den Froschfelsen.
Das Fell über den Felsen verteilen. Hab ich. Lass uns gehen, Max. Wartet! Ihr braucht außerdem das magische Maulwurfmannpulver. Das ist doch ein Witz. Kein Witz, Mann. Hier, ich gebe euch etwas davon. Ach ja. Das ist für euch. Benetzt das auf dem Froschfelsen verschmierte Fell mit dem magischen Maulwurfmannpulver. Und was passiert dann? Etwas Wunderbares. Danke. Lass uns gehen, Max. Das war mehr als verstörend. Warum auch immer der Maulwurfmann in Farben aufgeht. Ich geh mal lieber. So. Das ist ein völlig normales fliegendes Plumpsklo. Natürlich. Wir haben jetzt das hier. Es ist ein niedliches Säckchen, gefüllt mit ekelerregenden und mysteriösen Flüssigkeiten. Die Beschreibung passt auf meinen verloren geglaubten Zwillingsbruder, Sam. Sehr schön. Wir haben aber nur zwei Fellbüschel, wenn ich mich nicht irre. Können wir nochmal... Das kann ich nicht aufheben. Kriegen wir irgendwo noch ein Fellbüschel her? Wir brauchen ja drei anscheinend. Und auch wenn wir diesen komischen Froschfelsen finden, wüsste ich nicht, wo wir gucken müssen. Hier sind noch ein paar. Oder? Es ist noch ein Büschel Yeti. Ja, Tatsache. Meine Hasensinne sagen mir, dass das nicht Brunos Haar ist. Oder dass ich verliebt bin. Oh. Das ist ja süß. So. Ach ja, ich hatte ja, glaube ich, sogar erwähnt in der letzten Aufnahme, dass ich dieses Bild hier einfach mal umdrehe, um es mir anzugucken. Habe ich dann auch echt gemacht. Also ich habe das Bild echt umgedreht, damit ich mir den Raum nochmal angucken kann, weil das... Es ist ja eigentlich nur umgedreht, aber es ist trotzdem schwieriger, sich das jetzt so vorzustellen, weil es ja einfach verwirrend für den Kopf ist, sage ich mal. Und es war jetzt Zufall, dass hier noch ein Fellbüschel war. Ich wusste, dass hier ein Eisberg... Genau, das hatte ich, glaube ich, dann gesehen, als ich dieses Bild umgedreht hatte. Dann hatte ich gesehen, dass hier auch ein... dass hier auch ein Bigfoot steht oder dass hier ein geschmolzener... Ne, weil hier war so ein Eisblock quasi und hier war wieder ein Yeti drin und deswegen war da ein Fellbüschel. Genau, das hatte ich dann, glaube ich, nach der Aufnahme gesehen. Ja, gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe, ne? Sehr schön, jetzt haben wir drei Fellbüschel. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch den Froschfelsen finden. Froschfelsen? Wo finden wir den denn? Ich gehe nochmal zurück zum Wollknäuel. Das ist der zentrale Punkt hier. Das ist ein völlig normales fliegendes Plumpsklo. Na, schade. Damit kann ich nicht sprechen. Ich dachte, er sagt mal wieder was anderes. Na, so. Ja. Okay, wir wollen zum besagten... Froschfelsen. Aber dafür gehen wir erstmal zum Wollknäuel. Und was mir jetzt wieder einfällt, wir können ja auch... Können wir das kombinieren? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Wir können ja das hier auch noch kombinieren. Was hat es damit auf sich? Es ist eine kaputte Golfballzange mit einem Becher dran. Und eine abgetrennte Hand, die den Becher hält. Das ist einfach nur so skurril. Jesse James, abgetrennte Hand. Da-ba-da-da. So. Wir fahren mit der Tram. Und ich hoffe, dass ich am Aussichtspunkt dann diesen Froschfelsen ausmachen kann. Hoffe ich jetzt einfach mal. Leg einen Zahn zu, Max. Boah, ich mag die Musik voll. Also, finde ich echt gut, muss ich sagen. Der ganze Stil gefällt mir, der Pixel-Stil und... Auch die Musik. Ist quasi echt optimal alles, finde ich. Auch ein Stil finde ich so perfekt. Keine Ahnung, ich mag einfach diese Retro-Pixel-Spielchen. So. Okay. Ein Felsen. Ein Felsen. Das ist aber nicht der Froschfelsen, oder? Da ist nichts. Das ist der verzauberte Smaragdwald. Wunderschön.
Ein Felsen. Ein Felsen. Ich will den Froschfelsen. Dies ist das Plateau des ewigen sauren Regens. Und niemand weiß, wieso der Segen. Warum der Regen sauer ist. Ein Felsen. Ich hab voll den Wortdreher. Der größte Baumstumpf der Welt. Ein Felsen. Jetzt bin ich wahrscheinlich schon einmal rum. Nein, noch nicht. Na, zurück. Da war der... Mount Badridge. Hat einen irgendwie voll an die Simpsons, ne? Mit diesem brennenden Reifenberg. Ein Felsen. Und er liegt zwischen den beiden Dingern, die Shavul erwähnte. Ah. Das muss der Froschfelsen sein. Achievement get. Sieht aus wie ein stinknormaler Felsen. Und ist einfach ein Froschfelsen. Ich glaube, ich sehe den Froschfelsen. Grandios. Und wir benutzen den Fahrstuhl natürlich. Als gute Bürger. Da fliegt eine Ente vorbei. So. Ja. Okay, dann machen wir uns jetzt gleich auf zum Froschfelsen. Wir haben 3 Haarbüschel von den Yetis und dieses komische, Zeug von dem Maulwurfmann. Wie ist das? Wir sollen dieses Zeug über den Froschfelsen kippen. Warum weiß der Teufel? Ja gut, der weiß es ja dann, ne? Hier lang. So. Mann, die Steuerung ist irgendwie ungewohnt. Ist eigentlich ganz gut gelöst, die Steuerung. Aber trotzdem noch etwas ungewöhnt. Aber auch wenn es irgendwie cool ist, ne? Weil das komplette Spiel steuert man ja echt nur über die Maus. Yo, das ist noch immer unser Auto. Yo. Okay, neue Location. Frog Rock. Haha, Frog Rock. Reimt sich. Froschfelsen. Okay. So. Ja. Das sieht nicht gerade wie ein Frosch aus. Mein Glaube an das Gute ist durch diese unverschämte Touristenfalle erschüttert worden. Ich will mein Geld zurück. Wir haben aber nichts bezahlt. Egal, es sollte mir aber besser jemand Geld geben. Das ist echt ein bisschen mickrig, der Stein, ne? Na gut, ich meine, uns wurde ja gesagt, wir müssen die Büschel drauf verteilen. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Wir sollen das da drauf machen. Ah, jetzt. Ich dachte schon. Aha, einmal schön einreiben. Dann hier. Ich bin gerade, ehrlich gesagt, etwas verwundert, wie gut ich gerade durchkomme. Das ist unheimlich, Sam. Und eklig. Weil meistens tue ich mich bei solchen Adventures immer etwas schwer. Also bei den Rätseln. Ich bin halt nicht immer so der Schnelle. Okay, und jetzt noch das Pulver hier. Oh Gott. Mal sehen, was jetzt passiert. Nun? Abwarten. Oh. Hier wird es aber schnell dunkel. Ich glaube nicht, dass dies eine natürliche Ursache hat, Max. Vielmehr glaube ich, dass wir Zeugen irgendeines himmlischen Ereignisses sind. Glaubst du, dadurch wird der Felsen einem Frosch ähnlicher? Ja, ein UFO. Was? Okay. Go to... Das bedeutet etwas, Sam. Bumpusville. Ah. Ich hinterfrag das jetzt mal mit dem UFO nicht und auch mit den Sternen, die wie eine Nachricht aussehen. Go to Bumpusville? Ja, Bumpusville, ne?
Ich habe ein Ekelgefühl und eine seltsame Vorahnung in mir. Und? Okay, wir können auch nicht über... Nun, das war's. ...das Ereignis eben fragen. Okay. Er sieht immer noch nicht wie ein Frosch aus. Okay, es sind merkwürdige Dinge vor sich gegangen. Kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht sagen. Wir gehen mal wieder an unsere neue Location. Aha. Nun, dies ist Conroys Welt. Wenn ich jemals so reich und berühmt werde, möchte ich, dass du mich erschießt, Sam. Es wird mir eine Freude sein. Ach, Bumpus, weil, also, ja, er heißt ja Conroy Bumpus, genau. Bumpusville. Ja, schon echt schick, ne? Der Typ ist gar nicht selbstverliebt oder so. Wir sehen uns hier nochmal auf dem Gelände um. Ein Wunschbrunnen. Ich wünschte, ich hätte die absolute Macht über Leben und Tod. Dazu bräuchten wir wohl einen größeren Brunnen. Okay. Das ist ein bisschen gruselig. Hat vielleicht Conroy Bumpus doch die Yetis entführt? Wer weiß. Wir klopfen mal an. Oder gehen einfach rein.